Ja, guten Morgen von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, Horst, für die Einladung. Ich bin immer froh, wenn so atypische Menschen wie ich die Möglichkeit haben, irgendwo zu sprechen, weil ich das tatsächlich auch sehr ernst nehme mit dem akademischen Aktivismus und, glaube ich, von mir behaupten kann, ein sehr engagierter Mensch zu sein. Tatsächlich ärgere ich mich in europäischen Strafanstalten rum und arbeite aber so in Brasilien. Genau, und ja, dementsprechend folge ich deiner Einladung, dass ich heute quasi eine verkörperte Zumutung darstelle. Und ich mag dieses Wort unheimlich gerne, weil es trägt sehr viel Mut in sich, Mut, den wir brauchen. Und ich werde heute versuchen, dass wir alle vielleicht auch so ein bisschen in eine gemeinsame Richtung schauen, weil das ist das, was wir in diesen Zeiten brauchen. Genau, und dann kennen Sie das ja schon, also diese elendig langen Titel. Ich mag das leider auch sehr gerne. Und ich beschäftige mich immer mit Fragen, wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Also ich werde Ihnen heute meine Perspektive vorstellen. Ich beschäftige mich sehr stark damit, wie geht es Menschen in unserer Gesellschaft? Natürlich, qua Profession, wie geht es meinen Studierenden? Was können wir machen, damit es Menschen besser geht? Und was können wir machen, dass es Menschen so gut geht, dass sie sich kollektiv für eine andere Welt engagieren? Genau. Und ja, der Status quo. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe die Nacht wach gelegen, weil ich einfach merke, dass unheimlich viel Hass im Netz unterwegs ist und gerade die Situation in Palästina mich sehr, sehr berührt auch, so wie viele andere Situationen. Und ich glaube, wir haben selbst in Kärnten dieses Jahr erlebt, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es nicht mehr weitergeht, wo es nicht mehr weitergeht mit Wachstum, wo es nicht mehr weitergeht mit dem einfachen Umstand, dass wir ignorieren, was auch die Erde jetzt von uns braucht. Und das sind jetzt einfach mal so ein paar schnelle Hard Facts, einfach Side Facts. So viele Naturkatastrophen gab es dieses Jahr und es sind unfassbar viele Menschen ums Leben gekommen, wie seit 13 Jahren nicht mehr. Türkei, Syrien alleine schon 58.000 Menschen. Wir haben es zu tun damit, dass es viele Erdbeben gibt, Überschwemmungen, Stürme. Und ich glaube, die Kollegin gestern hat uns im Rahmen des IPCC sehr gut auch nochmal vor Augen geführt, wo wir eigentlich jetzt stehen. Und da ist auch immer die Sprache von den Kipppunkten. Und wie Sie gleich sehen werden, werde ich mich vor allem mit den sozialen und gesellschaftlichen Kipppunkten beschäftigen. Genau. Und Forscherinnen und Forscher befürchten sogar, dass die Welt kurz vor einem sogenannten Rückkopplungseffekt steht. Es gibt sogenannte Kipppunkte. Werden diese überschritten, löst das eine Kettenreaktion mit unabsehbaren Folgen für den Planeten aus. Man sagt auch, dass das Klima kippt. Beispiel hierfür sind der Amazonas-Regenwald, kann ich gleich auch noch mal was zu sagen. Die Korallenriffe, auch das habe ich dieses Jahr festgestellt, als ich in Brasilien war. Ich war an einem sehr schönen Strand im Nordosten und es lag überall lagen tote Korallen. Das habe ich in 22 Jahren Brasilien noch nie gesehen. Oder halt auch die Permafrostböden. Und diese speichern halt große Mengen an Kohlendioxid. Wer das Buch Der Schwarm gelesen hat, da wurde ja damals auch schon darauf eingegangen und tauen die Permafrostböden auf und verschwinden Regenwälder und Korallenriffe, wird das gebundene Kohlendioxid wieder an die Atmosphäre abgegeben. Der Temperaturanstieg könnte nicht mehr gestoppt werden. Die Folgen wären verheerend. Das ist jetzt mal das, wo wir, ich glaube, in diesem Raum alle ungefähr an einem Punkt stehen. Viele von uns wissen das schon. Und wie gesagt, ich gehe jetzt in meinem Vortrag darauf ein, wieso es eigentlich gar nicht zu einem Aufschrei oder Umdenken kommt. Ich finde das ziemlich paradox, muss ich gestehen. Und aus meiner Perspektive brauchen wir hier eine Lösung und no pressure, aber ich glaube, ein Teil der Lösung sitzt hier heute vor mir. Und ich glaube, wir müssen da jetzt ganz eng zusammenrücken und auch zusammenhalten, um gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Und was mich als Leibphänomenologin, und ich verspreche, es wird nicht zu theoretisch, ich bin gerade noch mal angemahnt worden, ich werde auf gar keinen Fall jetzt einen hochtheoretischen Diskurs anstoßen, leider, aber ich arbeite mit der Philosophie und ich glaube, Ihnen heute zwei philosophische Perspektiven anbieten zu können, die uns ganz genau erklären, warum wir nicht ins Handeln kommen. Und das Wissen, das haben wir in großen Teilen, aber aus meiner Perspektive braucht es eine persönliche Betroffenheit und vor allem die Resonanz mit dem Thema, damit wir in kollektives Agieren kommen.
Naja, und in diesem Vortrag sollen daher die neue Phänomenologie von Hermann Schmitz, das ist so ein bisschen mein geistiger Ziehvater, sowie die Resonanztheorie von Hartmut Rosa Aufschluss geben, wieso das so ist, was ich gerade skizziert habe und wie wir das ändern können. Ja, genau. Ja, wer bin ich hier, um hier mit Ihnen darüber zu sprechen? Also viele, die mich sehen, fragen sich sowieso schon mal, wer hat denn diese durchgeknallte Frau auf der Bühne vergessen? Und es ist immer noch mal ganz hilfreich, glaube ich, zu verstehen, was meine genaue Perspektive ist. Und ich habe eine, glaube ich, sehr ausgeprägte eigene Haltung. Und mein Lehrstil ist auch durchtränkt, können Sie meine armen Studierenden fragen, von sehr viel Liebe und Zuwendung. Also pädagogischer Liebe ist ein Begriff, der mir sehr, sehr gut gefällt, wo ich mich an Bell Hooks und ihrer Ethik der Liebe orientiere. Und wenn wir nicht mehr wieder zu dem kommen, sich aufeinander einzulassen, das Liebevolle in den anderen Menschen zu erkennen, wird es sowieso aus meiner Perspektive keine Veränderung geben. Und dementsprechend ist das jetzt eine Einladung, sich auf das, was kommt, einzulassen und die Veränderungen eben nicht nur durch die Ratio, durch das Wissen, sondern vor allem durch die Rolle der Emotionen anzusteuern und auch darüber zu sprechen, wie wir verantwortlich damit Umgang finden können, weil ganz oft werde ich auf Konferenzen gefragt, wow, also eigentlich sind Sie eine in Pinkelkleidung Populistin, weil das ist ja das, was Populismus macht, er adressiert die Gefühle, um die eigenen Themen durchzusetzen. Und deswegen ist es mir ganz wichtig zu sagen, wir müssen verantwortlich mit den Emotionen umgehen, ja? Nicht um einen eigenen Zweck zu erfüllen, das ist natürlich ganz klar. Und vor allem müssen wir in Selbstwirksamkeitserfahrungen kommen. Das ist schon mal so ein kleiner Teaser. Darum geht es, glaube ich, wir alle müssen die Empfindung haben, dass wir einen Unterschied machen können, dass wir selbstwirksam sind, dass wir handlungsmächtig sind und dann können wir auch ein Stück weit das ganze große Thema angehen. Ja, von der Ratio zur Verbindung, also ich komme aus einer wissenschaftlichen Disziplin, wo wir halt sehr kritisch beäugen, dass die Wissenschaft halt immer sehr stark durch die Ratio nur flankiert ist. Aber wie wir alle sehen, sind wir auch körperlich da. Und ich hoffe zumindest, dass Sie sich auch ein wenig spüren, was erstmal sehr banal klingt. Aber wenn wir gleich über die psychische Gesundheit von Jugendlichen und auch Studierenden sprechen, wird das Banale, glaube ich, sehr sichtbar, dass das nicht immer so gegeben ist. Du hast es auch angesprochen, Horst. Also sich wirklich einzulassen und zu spüren, ganz im Moment zu sein, das wird heute auch ein ganz wichtiges Moment der Erkenntnisse. Und es ist mittlerweile auch ganz klar nachgewiesen, dass dieses vermeintliche Faktenwissen eben nicht dazu führt, dass wir anders denken, wie auch die Kollegin gestern angesprochen hat. Und hier nochmal ein sehr schönes Zitat. Selbst wenn fachlich verstanden wurde, wie der anthropogene Treibhauseffekt entsteht und welche weiteren Entwicklungen sowie Folgen aufgrund der globalen Erwärmung prognostiziert werden, so ändert das an den eigenen Handlungsentscheidungen oft wenig. Ein Blick auf die Verhaltensmuster im eigenen sozialen Umfeld zeigt, dass trotz grundsätzlicher Kenntnis der Zusammenhänge kaum adäquates Handeln folgt. So, besser. Cogito ergo sum, also was sind die Konsequenzen einer rationalen Herangehens- und Betrachtungsweise? Wir haben es häufig damit zu tun, dass die Perspektiven, die durch Wissen entstehen, abgewehrt oder negiert werden. Viele Menschen befinden sich auch in einem Schockzustand oder in einem permanenten Zustand der Überforderung. Also ich glaube, das habe ich ja mit Ihnen die letzten zwei Semester sehr stark diskutiert. Und es werden nachher auch noch mal ein paar Erträge aus den Lerntagebüchern gezeigt, wie es den Studierenden auch mit dem Projekt gegangen ist. Und eins kann ich ganz klar sagen, wir alle sind, glaube ich, sehr überfordert von mannigfaltigen Krisen, Kriegen und allem dem, was uns umgibt. Und das Gefühl, dass wir persönlich etwas bewirken können, ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Und vieles von dem, was wir alltäglich tun, ist meine sogenannte Umzug-Kategorie. Wir tun Dinge, um etwas Bestimmtes zu erreichen und das ist halt auch so eine Frucht des Neoliberalismus, die ich sehr problematisch finde und an mir sehr gut auch erklären kann. Also ich entdecke das immer wieder an mir, zum Beispiel, dass ich in die Sauna gehe, um noch mehr arbeiten zu können. Natürlich sehr problematisch, eigentlich sollte ich so arbeiten, dass ich nicht ständig in die Sauna gehen muss, um mich zu erholen und so weiter und so fort. Das ist halt auch eine Realität unserer Lebensweise. Und nun biete ich Ihnen trotzdem eine theoretische Annäherung an das Problem an.
Und Klaus Hohlmann ist ein Forscher, von dem ich sehr, sehr viel halte. Und bei ihm habe ich jetzt das erste Mal was gefunden, was ich so interessant fand, weil in unserer Gesellschaft wird ja sehr vieles individualisiert. Ja, also man trifft Aussagen über den einzelnen Menschen, das einzelne Subjekt. Und Klaus Hohlmann sagt, nein, eigentlich haben wir ein gesellschaftliches Burnout. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, ich kann das in den Gesichtern sehen. Und es ist ja doch auch irgendwo eine kollektive Empfindung. Und zwar sagt er, und ich habe das jetzt extra wörtlich damit reingenommen, weil ich das sehr aufschlussreich finde, wir haben es mit einer psychisch sehr belasteten, sehr erschöpften Bevölkerung zu tun. Die bräuchte jetzt eigentlich Ruhe. Aber stattdessen stehen wir vor den nächsten Krisen, Klima, Krieg, Inflation, vielleicht auch noch eine Fluchtbewegung. Auch diese Krisen können von einem Individuum nicht mit eigenen Ressourcen bewältigt werden. Es ist die nächste Überforderung. Also genau das. Wir sehen eigentlich, es gäbe so viel zu tun und wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Und woran machen Sie diese Traumatisierung der Gesellschaft fest, wurde er gefragt. Und da hat er geantwortet, Traumatisierung ist eine Befindlichkeitsstörung, die sich darin äußert, dass Menschen unter sehr hohem Stress, unter Hilflosigkeit und starker Belastung leiden. Sie kommen mit ihren Lebensherausforderungen nicht mehr zurecht, weil sie aus dem Rhythmus geraten sind. Es ist ein Gefühl von Ohnmacht. Die Belastungssymptome gehen in drei Richtungen. Und in welche? Zum einen nach innen. Deswegen haben wir so eine starke Zunahme von psychischen Störungen. Sehen wir gleich auch nochmal anhand einer Studie, was Studierende betrifft, von Angst- und Essstörungen und Depressionen. Dann gibt es Druck nach außen, eine Zunahme von Aggressivität. Ich glaube, das können wir auch leider alle sehr gut bestätigen. Und auch von politisch extremen Haltungen. Und auch nochmal zu der Aggressivität. Also mir war vorher nicht bewusst, dass zum Beispiel die Tagesschau-Sprecher, die über das Wetter sprechen, wie das Wetter wird, eine ganz simple Wetterprognose regelmäßig Morddrohungen bekommen. Ja, also wir haben hier eine Ebene erreicht, die kann ich vom Verstand wirklich langsam nicht mehr fassen, weil ich denke, was passiert da eigentlich? Ja, also es werden Menschen ihres Lebens bedroht, die uns einfach Nachrichten darüber geben, wie es klimatisch draußen bestellt ist, was wir morgen am besten anziehen und so weiter und so fort. Also für mich ist das völlig verrückt. Und drittens gibt es Sucht als Ausweichstrategie. Das sehen wir auch, das sehen wir gerade in Kärnten. Wir haben sehr viele Suchttote und wir haben insgesamt eine sehr ausgeprägte Suchtthematik, um sich Entlastung zu verschaffen. Die Zunahme bei einigen legalen und illegalen Drogen, aber auch bei Videospielen oder überhaupt der Nutzung von digitalen Geräten. Auch das kann ich aus der Praxis bestätigen. Deswegen war es mir ganz wichtig, seine Gedanken nochmal auf die Digitalität zu erweitern. Ich gebe auch Schülerinnen und Schüler Workshops und habe mal so eine kleine Umfrage gemacht über Instagram mit Studierenden und in Persona mit Schülerinnen und Schülern. Und dabei kam eigentlich raus, dass die meisten Menschen, die in Social Media unterwegs sind, gar nicht sagen können, wie es ihnen damit geht. Also sie konsumieren, aber sie wissen nicht konkret, was das mit ihnen macht. Und das ist natürlich auch eine gute Erklärung dafür, dass zum Beispiel viele Kinder Gewaltvideos, sogar Vergewaltigungsvideos schauen und das Handy aber nicht weglegen können, weil sie das gar nicht in dem Moment als etwas identifizieren, was sie belastet und was ihrer Psyche nicht gut tut. Und das ist natürlich drastisch. Also das ist das, was ich Eltern auch immer sage. Es geht nicht darum, dass sie gewisse Plattformen sperren, sondern aus meiner Perspektive müssen wir Kinder und Jugendliche empowern, dass sie wissen, wie es ihnen geht, ja, und dass sie selbstständig entscheiden können, was möchte ich mir anschauen, womit möchte ich mich umgeben und was tut mir auch nicht gut. Weil das Verbot bringt überhaupt nichts. Das haben wir immer wieder auch bei Elternabenden gesehen. Wir müssen Menschen stark machen, ihre Gefühle ernst und wichtig zu nehmen. Und es herrscht eine generelle Erschöpfung der Bevölkerung. Und auch ich stehe häufig vor erschöpften Studierenden oder Jugendlichen, die von der Vielfalt der Krisen überfordert sind und in digitale Coping-Strategien. Also ja, der Konsum von Social Media lenkt mich von mir selber ab. Das kann auch sowas wie eine kleine Auszeit sein. Und damit, also das ist meiner Meinung nach eine Erklärung, Digitalität als Erleichterung, das Leben und die Gefühle der anderen als Zwischen-, als Metaebene zu verstehen und Entfremdung zu mir und meinen Gefühlen ganz bewusst herzuleiten.
Mein Verstand sucht eine Pause. Kommen wir zu Hartmut Rosa. Ich habe eben schon gehört, es gibt auch einige hier im Raum, die ihn schon kennen. Er ist ja relativ bekannt, in wissenschaftlichen Kreisen nicht immer sehr ernst genommen, was ich sehr schade finde, weil er hat einen Begriff aus dem Marxismus nochmal neu ins Feld geführt, den Begriff der Entfremdung. Und ich finde, alles, was wir draußen beobachten, ist eigentlich ein Phänomen von Entfremdung. Also das müssen Sie für sich dann selber vielleicht später nochmal beantworten, inwiefern das auf Sie auch zutrifft, aber ich fühle mich durchaus auch oft von mir entfremdet. Das merke ich dann, wenn ich sage, oh, ich gehe jetzt spazieren, das tut mir so gut, und dabei noch 4 E-Mails beantworte, telefoniere und hinterher habe ich nicht einen Grashalm gesehen. Ja? Also ich hatte eigentlich einen guten Vorsatz, und das ist auch das, was aus den Ergebnissen der Umfrage mit meinen Studierenden herausgekommen ist. Manche gehen in die Natur, weil wir wissen, das tut uns gut, und machen da aber gerade so weiter. Und das heißt, wir gehen nicht mit der Natur in Resonanz. Und das ist einer der wichtigsten Begriffe bei Hartmut Rosa, das Miteinander resonieren. Ja? Also das ist sein Verständnis von Kommunikation, aber es geht nicht darum, dass ich was sage, damit du es hörst, sondern dass wir miteinander quasi ein Gespräch führen und das Ganze sehr dialogisch aufgebaut ist. Und dafür braucht es aber auch nicht die verbale Sprache. Resonieren können wir mit der Natur. Ich habe gerade einen Hund gesehen. Also ich glaube, was Tiere angeht, bin ich ein hochresonanter Mensch. Und wir können Resonanz in ganz vielen Umfeldern finden. Und das ist etwas, was uns nachgewiesenermaßen psychisch sehr gut tut und was wir als Menschen brauchen. Er beschreibt die Welt auch als Aggressionspunkt. Und ich weiß nicht, ich möchte hier auch niemanden bloßstellen, aber immer wenn es bei Hartmut Rosa um Welt als Aggressionspunkt geht, dann denke ich an SUV-Fahrer. Ich weiß auch nicht warum. Das ist einfach so ein Bild, was ich in mir trage, weil ich finde, diese Autos, die machen mir große Angst. Und ich habe mit einem guten Freund gesprochen, der kommt aus San Francisco, und er hat gesagt, naja, also bei uns in Amerika ist halt so, du kannst auch ein anderes Auto fahren, aber am Ende des Tages, wenn du Kinder hast, ist der SUV stärker. Und die sind ja so gebaut, man sieht ja nicht mal, wenn ein kleines Kind vorbeigeht. Und deswegen Welt als Aggressionspunkt ist für mich sehr stark in einem Bild zusammengefasst, aber es betrifft natürlich alle gesellschaftlichen Ebenen. Und das führt auch zur Vereinzelung. Und wir brauchen jetzt aber ganz dringend die Resonanz, um wieder in Beziehung zu treten zu uns und zu der Welt. Und was wir aber leider machen, sind wir gestern auch schon öfter an den Punkt gestoßen, das so ein bisschen zu identifizieren. Und was ich finde, was man sehr gut sehen kann, auch hier in Österreich, aber insgesamt in kapitalistischen Gesellschaften, die Natur ist eine geldwerte Ressource. Das ist hochproblematisch und das hat zu dem Punkt geführt, wo wir stehen. Und wir haben uns die Welt angeeignet, wir kontrollieren sie und unterwerfen sie. Und das beschreibt Hartmut Rosa auch sehr schön mit seinen 4 Dimensionen. Ja, und dabei ist die Natur für mich ein super wichtiger Resonanzraum. Und im Rahmen des Projektes, ich habe Ihnen ein ganz feines Video mitgebracht, werde ich das gleich auch nochmal zeigen können. Ja, was braucht es denn jetzt, um ins Handeln zu kommen? Wir in der sozialen Arbeit wissen, wir brauchen Selbstwirksamkeit. Wir brauchen körperlich-leibliche Zugänge, alles das, was ich von mir spüre, ohne mich meiner 5 Sinne zu bedienen, sagt Hermann Schmitz, ist der Leib. Und wir brauchen Zugänge zu Aktivismus und Verständnis füreinander. Ja? Nicht das andere in den Menschen suchen, was uns unterscheidet, sondern das in den Menschen zu suchen, was uns verbindet. Ganzheitliche Herangehensweisen und nicht nur verkopfte Standpunkte, weil aus meiner Perspektive, dann stagnieren wir. Und so sind wir auch da angekommen, wo wir heute stehen. Wir müssen vor allem gemeinschaftlich in Resonanz gehen und wir brauchen kollektive, empowernde Atmosphären. Also das bedeutet, und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu Hermann Schmitz. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum ich so liebäugel mit seiner Philosophie, weil er hat gesagt, eigentlich unterliegt die Philosophie, die althergebrachte klassische Philosophie, einem Irrtum, weil sie konstruiert den Menschen so, als wenn seine Gefühle irgendwo in ihm drin liegen. Da hat er so eine Schachtel oder eine Kommode, da stecken wir die Gefühle rein und die machen wir auch nur dann auf, wenn es uns taugt. Ja, also jetzt fühle ich mich so in der Stimmung, dass ich mich der Betroffenheit hingeben will, mache ich einfach die Kommode auf, hole die Betroffenheit raus und so funktioniert das. Und die Ratio kontrolliert natürlich alles. Und er hat gesagt, dieses ganz alte Verständnis davon, wie Gefühle wirken, das ist
aus seiner Perspektive nicht richtig, denn was uns Menschen in erster Art und Weise prägt, ist unsere Offenheit, die uns einfach gegeben ist und die allzeit gegebene Möglichkeit, dass uns etwas betrifft und dass wir betroffen sind von etwas. Und er sagt, dass auch das Denken überbewertet wird in dem Sinne, dass der Mensch immer vorreflexiv ist. Bevor ich mir meiner Gefühle, meiner Emotionen bewusst werden kann, sind sie immer schon da. Ja, das ist bei ihm auch ganz wichtig. Und die Wissenschaften und Methoden setzen bei Fakten an und ignorieren, das sage ich jetzt, nicht Hermann Schmitz, ignorieren jedoch die leibliche Dimension, das, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, wie wir uns spüren, die aber auch für die Abwehr verantwortlich ist. Also das heißt, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, kommen wir nicht an die Wurzel des Problems, warum so viele Menschen eben ein rationales Verständnis für unsere Situation in diesen Zeiten haben, das aber nicht wirklich verkörpern oder annehmen können. Und dann können wir damit auch nicht arbeiten. Und dann hat er noch was ganz Tolles gemacht, und zwar sagt er, was sind eigentlich Gefühle? Gefühle sind ergossene Atmosphären. Und er hat sehr ausführlich in seinen ganzen Bänden, also er war auch so ein bisschen wahnsinnig, kann man durchaus sagen, hat er die Atmosphären identifiziert. Und dieses ergossene Kollektive, das werde ich versuchen, heute auch noch ein bisschen aus Ihnen rauszukitzeln mit einer Übung. Und das ist aber an dieser Stelle ganz wichtig. Also wer von Ihnen war schon mal bei einem Fußballspiel? So, was passiert da in dem Stadion? Je nachdem, man gewinnt oder verliert, aber es entsteht eine kollektive Atmosphäre. Es kann auch eine kollektive Atmosphäre der Gewalt entstehen. Und ich habe zum Beispiel in meiner Doktorarbeit untersucht, wie kommt es eigentlich zu körperlicher Gewalt und wie können wir StraftäterInnen fit machen, dass sie sich dem vorher entziehen, bevor sowas entsteht. Ja, und es gibt einfach Situationen, in die kommen wir, und da können wir von der Ratio auch sagen, das ist jetzt gar nicht so schlimm oder mich tangiert das gar nicht so, es wird leiblich was mit mir machen. Und das ist wichtig zu wissen, weil aus meiner Analyse ist genau das der Fakt. Wir sind quasi kollektiv leiblich überfordert mit der Gesamtsituation und kommen deswegen nicht ins Agieren. Und deswegen brauchen wir beruhigende Atmosphären und vor allem solidarische, kollektive Atmosphären, die uns nicht ganz alleine in dieser problematischen Welt gestellt sehen. Und ganz, ganz wichtig bei seiner Philosophie ist auch das Hier und Jetzt als Erfahrungsraum. Und nur noch mal ein kurzes Beispiel aus meiner Praxis. Auch mit StraftäterInnen zum Beispiel arbeiten wir häufig ganz stark an dem Vergangenen, halten sie damit teilweise auch in Traumata. Oder wir arbeiten mit ihnen an der Zukunft. Und meine Doktorarbeit hat ganz klar gezeigt, die Bewältigungsstrategien der Menschen selber sind alle im Hier und Jetzt. Gewalt, Drogen, Musik, Tanzen, das setzt alles daran an, dass ich im Hier und Jetzt ein anderes Gefühl zu mir und von mir bekomme. Ja, und wir alle kennen das vielleicht, wir kommen von der Arbeit nach Hause, sind gestresst, trinken erstmal ein leckeres Glas Wein oder irgendwas, um im Hier und Jetzt uns einfach was Gutes zu tun. Und das ist eigentlich was, was wir sehr stark adressieren müssten, nicht nur in der sozialen Arbeit, sondern auch dann, wenn wir insgesamt ins Handeln kommen wollen. Ja? Also nicht immer, was ist passiert, dass wir jetzt hier sind oder was wollen wir für die Zukunft, sondern was machen wir jetzt gerade konkret, um ein anderes Gefühl zu der Situation entstehen zu lassen. Und auch bei Hartmut Rosa ist das ganz wichtig, das Hier und Jetzt. Ja, genau. Und was machen wir jetzt eigentlich damit, ist immer die große Frage. Ich zeige Ihnen gleich, wie gesagt, ein Projekt, was ich mit Studierenden gemacht habe. Das war auch inhaltlich, fachlich nochmal ganz, ganz wichtig. Das kann ich aber heute nicht genau ausführen. Gehe ich nur gleich kurz nochmal drauf ein. Und es ging vor allem darum, ins Handeln zu kommen und die Herausforderung der sozialen Arbeit noch mal ganz anders auch zu thematisieren, weil Sie können sich sicher vorstellen, in den Räumlichkeiten einer FH passieren viele Dinge, aber manche Dinge werden aufgrund der Architektur und der Machtasymmetrie einfach auch verunmöglicht. Und deswegen müssen meine Studierenden, da habe ich Glück, dass ich an der FH arbeite und nicht der Uni, wo sie mich frei aussuchen. Deswegen müssen meine Studierenden auch regelmäßig in die Natur gehen. Auch im Winter machen wir das. Und ich glaube, da haben wir nochmal eine ganz andere Art und Weise, einander zu begegnen und uns auch sehr schwierigen Themen zu stellen, wie der Bedeutung von Kontrolle und Macht in sozialer Arbeit. Wie gehen wir einfach damit um, wenn wir merken, dass
uns etwas komplett überfordert oder aus der Fassung wirft. Und das mache ich halt fast nur noch in der Natur. Was das mit den Menschen macht, da sitzen heute grob 24 Leute, können Sie sie selber fragen. Und jetzt würde ich gerne eine Übung mit Ihnen machen, weil ich rede die ganze Zeit davon, dass wir nicht so verkopft sein sollen und rede doch wieder nur über Theorien. Es ist auch so ein Paradoxon der Wissenschaft. Deswegen, bitte? Ja. In die Sauna gehe ich mit den Studierenden nicht, nee. Nein. Also auch ich habe meine Grenzen, sollte man nicht meinen, aber ist durchaus so. Jetzt würde ich Sie bitten, alle mal kurz aufzustehen. Das ist eine mir sehr liebsame Übung. Diese Übung kommt aus dem Theater der Unterdrückten und wir hatten es heute Morgen schon, Paulo Freire, das Theater der Unterdrückten von Augusto Boal setzt an der Friedenspädagogik von Paulo Freire an und ich mache Ihnen mal was vor und Sie machen es dann, wenn Sie möchten, gerne nach. Und zwar machen wir einen gemeinschaftlichen Rhythmus und der geht... Genau, und jetzt zeige ich Ihnen die ganze Sequenz, und zwar 1, 2, 1, 2, 3, 1. Wir schaffen das. Am Anfang schauen mich immer so alle an, aber wir schaffen das. Okay, wir versuchen es mal bei 3. 1, 2, 3. Und jetzt... Und nochmal. Vielen, vielen Dank. Sie dürfen sich wieder setzen. Wir machen das dann immer noch, wenn wir einklatschen, rufen wir Hey. Dann die nächste Stufe, also kann ich gern in der Pause anbieten, machen wir das, wir klatschen, sagen Hey und springen. Also es gibt so ganz, ganz viele Ebenen, aber ich habe das letztes Jahr mit 120 Menschen am Hauptplatz gemacht und es war einfach wunderschön. Ja, und dabei ist die Natur für mich nicht nur ein sogenanntes, wir hatten es eben schon, Umzu, sondern für mich ist die Natur die Gegebenheit, die wir brauchen, um Menschen zu sensibilisieren für die Bedürfnisse der Natur. Wir müssen mit der Natur resonieren, um zu sehen, was sie braucht. Und dabei ist der Zugang, die Natur als individuelle Ressource zu nutzen, auch für die subjektive Gesundheit. Moment. Und am 23.09. hat der Bund der Psychotherapeutischen Kammer ein Dokument veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Klimakrise vielfältige Auswirkungen auf die Psyche von Menschen hat. Ist eigentlich auch ganz logisch. Und auch Klaus Hurelmann, den ich eben schon erwähnt habe, geht in seiner neuen Studie darauf ein. Gerade junge Menschen haben teils konfuse Ängste. Also das heißt, wir fragen junge Menschen, wie geht es dir? Und sie sagen, nicht so gut. Und dann fragt man sie, warum geht es dir nicht gut? Und dann sagen sie, ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch was, was dann manchmal als Depression diagnostiziert wird, aber ich denke, wir können ganz vieles davon auf die globalen Zustände zurückführen. Und wie gesagt, diese Ängste sind mal bewusst und mal unbewusst. Und natürlich hat sich durch Corona alles zugespitzt. Dadurch kam es auch zu einer hybriden Bewältigung. Also Menschen wurden auch in Medien wie ihr Handy oder so quasi reingedrängt, weil ansonsten Resonanz oder Agieren miteinander gar nicht möglich war. Und wir sehen, und das fand ich sehr erschreckend eigentlich, dass es seitdem eigentlich ein niedriges Wohlbefinden bei StudentInnen gibt. Mehr als ein Drittel der teilnehmenden Studierenden dieser Studie von der Uni Innsbruck erlebten im ersten Corona-Semester psychische Belastungen. Und sie haben anhand von standardisierten Angst- und Depressionsscreenings gezeigt, dass 36% an Ängsten und ebenso viele an depressiven Verstimmungen leiden. Und die Angst- und Depressionswerte bei Studierenden lagen 2018 bei 19%. Also wir sehen, es ist fast doppelt so hoch. Und durch eine derartig hohe psychische Belastung leiden natürlich auch die akademischen Leistungsfähigkeiten sowie das Immunsystem und die Lebenszufriedenheit. Also diese Studie bezieht sich auf Österreich. Und was auch ganz logisch ist, das persönliche Potenzial der Studierenden kann nicht mehr ausgeschöpft werden. So, was tue ich,
Was tun wir und was tue ich ganz persönlich damit? Mein Zugang ist, die Lehre in die Natur zu verlegen und diesen Raum zu nutzen für eine ethische Auseinandersetzung. Also gerade dann, wenn es auch so an die biografischen Verschränkungen in der sozialen Arbeit geht, geht es vielen Menschen, die sich damit beschäftigen, erstmal auch schlecht damit zu sehen, inwieweit brauche ich auch die anderen in meinem Beruf, um mich selber gut zu fühlen oder aufzuwerten. Und das sind einfach Dinge, die bespreche ich nicht in den üblichen Räumen. Und es gibt auch einen Dachverband und es gibt die Österreichische Gesellschaft für Soziale Arbeit und die Deutsche Gesellschaft auch. Und da ist das Thema derart mit der Natur verbunden, dass das Ziel sozial-ökologischer Transformation ist, den Aufbau einer lebensfähigen und lebenswerten Gesellschaft mit Beziehungen, Strukturen und Wirtschaftsformen zu fördern, ausgerichtet an den Bedürfnissen, dem, was ich von mir spüre, von Menschen und Natur. Und dabei war mir persönlich die Verschränkung der Natur mit Themen der sozialen Arbeit wichtig, wie ich es gerade schon ausgeführt habe, um auf zweierlei Weise, das ist mir ganz wichtig, zu sensibilisieren für die Notlage unserer natürlichen Umgebung. Wir haben es in den Nockbergen sehr gut sehen dürfen oder sehen müssen, und die Herausforderungen im Feld der sozialen Arbeit, die nicht, wie ich schon gesagt habe, in stilisierten Settings aus meiner Perspektive so angesprochen werden können. Genau, und da versuche ich dann auch immer an das Thema insgesamt heranzuführen in der Natur. Also was bedeutet Klimawandel? Aus meiner Perspektive ganz wichtig, Klimagerechtigkeit, gerade in Westeuropa. Ne? Ich kenne das aus meiner Familie, schimpfen immer rum mit China und die Emissionen, aber was wird dort produziert? Also wer konsumiert eigentlich sehr, sehr vieles, was aus China kommt? Das ist ja dann auch eine sehr verlogene Debatte. Und deswegen ist der Aspekt der Klimagerechtigkeit ganz wichtig. Was für die soziale Arbeit auch noch hinzukommt, ist, dass wir mit den Leuten arbeiten, die als Erste betroffen sind, weil sie keine Lobby haben und weil sie sehr wenig Geld zur Verfügung haben. Deswegen ist es für mich keine Frage, ob soziale Arbeit sich dem Thema annimmt, sondern wie und auch wie fundiert. Und das müssen Sie entscheiden. Es wird möglich, die eigenen Privilegien kritisch zu hinterfragen, was für unsere ethische Haltung und die Verwirklichung unserer globalen Verantwortung bedeutsam ist. Ja? Also wir sind, glaube ich, sehr privilegiert, so wie ich hier stehe und Sie dort sitzen. Wenn wir das nicht reflektieren und als Ausgangslage nehmen, dann werden wir recht wenig Veränderungen herbeiführen können. Und es geht auch immer um soziale Gerechtigkeit. Es geht um die Zerstörung von Ökosystemen. Global sehe ich in Brasilien ganz stark. Ich habe aber auch schon in Gambia gelebt und habe dann gesehen, wie diese Riesenschiffe in den Hafen gefahren sind und anhand von Dynamit gefischt haben, sodass für die Leute selber hinterher der traditionelle Fischfang sich gar nicht mehr gelohnt hat, weil sie einfach keine Fische mehr damit nach Hause bringen konnten. Das ist natürlich auch tragisch. Also wir sind oft auch die Wurzel von dem, was global passiert. Ich weiß, es ist keine schöne Perspektive, aber aus meiner Perspektive müssen wir uns derer trotzdem annehmen. Und die Erderhitzung betrifft alle Menschen, aber die Menschen, die über weniger Ressourcen verfügen, können sich eben nicht so schützen und auch nicht so geschützt werden und sind dadurch noch vulnerabler. Und ich habe versucht, das Ganze dann in die Lehre zu überführen. Die Idee war, die Themen, die insgesamt sehr schwer zu greifen sind und eine permanente Herausforderung auch für mich als Lehrende darstellen, in die Natur zu legen und daraus einfach einen alternativen Lernraum zu machen. Und Hartmut Rosa, das sehen wir gleich auch nochmal ganz kurz, spricht immer von der Verfügbarkeit und wie wichtig es ist, dass etwas unverfügbar durch uns nicht kontrollierbar ist. Und das haben wir beim Wetter gesehen. Sie sehen es gleich im Video. Wir standen am 18. Mai bei 3 Grad Schneeregen draußen und haben Murmelbahnen gebaut. Sie können sich vorstellen, die Motivation war erstmal, nicht so ganz gegeben. Aber ich glaube, wir hatten eine feine Zeit und hatten trotz all der Themen und der Wetterlage viel Spaß. Und jetzt gerne das erste Video. Hörst du's? Da sind die Studierenden schon ordentlich am Werkeln. Genau, wir sind 2 Tage in den Nockbergen. Ich habe ein Ethikseminar und in diesem Ethikseminar geht es um viele Fragen, die mit unserer Profession zu tun haben. Welche Bedeutung spielt Kontrolle und Macht? Das zum Thema Kontrolle, es schneit gerade, 17. Mai. Es geht um Kontrolle und Macht in unserer Arbeit. Es geht um die persönlichen
Ressourcen, die wir mit in die Arbeit bringen. Und für mich ist natürlich die Natur ein perfektes Gegenpart zu digitalen und digitalisierten Welten. Und auf der anderen Seite können wir so viel von der Natur lernen. Also wie gesagt, wir haben Mitte Mai, wir sind jetzt hier draußen und es schneit. Und was ich glaube, was ganz wertvoll ist, was wir von der Natur lernen können, ist erstens in der sozialen Arbeit immer die Ruhe bewahren. Ja, also es hilft nicht, jetzt einfach drauf loszustürmen. Wir haben es ganz oft mit multiplen Krisen zu tun, sondern erstmal wirklich in sich ruhen, zu sich kommen und überlegen, was ist notwendig, wie können wir jetzt weiter handeln. Also wir befinden uns auf der Hochrindel, in einem wunderschönen Gebiet, ein Teil der Nockberge, um gemeinsam so einen Waldspaziergang zu machen, um uns über die Tier- und Pflanzenwelt etwas zu unterhalten. Und ich bin während unserer Wanderung ein bisschen auf die Bäume, auf die Hauptbaumarten eingegangen, auf die Kräuter, die jetzt schon langsam allmählich jetzt zu wachsen beginnen, weil der Winter heuer sehr, sehr hartnäckig und lange dauert. Wir hören es eh vielleicht, es regnet gerade wieder, weiter oben schneit es noch ein bisschen. Also wir haben das Beste daraus gemacht und versucht, uns ein bisschen die Vegetation anzuschauen und nebenbei ein bisschen über die Tier- und Pflanzenwelt zu sprechen eigentlich, genau. Ja, wir haben heute sicher etwas sehr Traditionelles gemacht, neben der Harzsalbe, die wir im Biosphärenpark mit unseren Gästen machen, haben wir auch die Kräuterzuckerln sozusagen im Programm. Und es ist ganz einfach, am Feuer oder eben auf einem Gaskocher zu machen mit Kristallzucker und eben vorm Karamellisieren den Kristallzucker schon mit den beigegebenen Kräutern zu entnehmen und auf ein Backblech auch auszubringen. Ist ganz einfach, macht Spaß und ist auch ein liebes und schönes Geschenk für die Verwandten. Und das Gute daran ist, man kann es überall machen, gell? Auch im Wald. Gell? Ein Tipp für den Wald ist auf jeden Fall, sich Zeit zu nehmen. Gell? Das ist wie bei allen, das ist schnelle Rauslaufen und kurzfristig schnell am Abend noch eine Stunde im Wald. Das ist wie bei allen, wie bei einem Urlaub. Mein Tipp ist, sich Zeit zu nehmen, sich den Tag zu gestalten, sich dann hinzusetzen, in den Wald zu hören vielleicht, die Geräusche zu achten, auch das Wetter wahrzunehmen, alles im Allem aufzunehmen und das, wie gesagt, individuell, aber mit genügend Zeit sich einzuplanen. Genau. Gerade bauen Sie eine Murmelbahn, genau, und zwar habe ich hier den Ball, das ist ein üblicher Golfball und es ist die Aufgabe für zwei Teams, dass Sie eine Murmelbahn mit Materialien aus der Natur bauen und mit eingebaut muss sein ein freier Fall, eine Kurve und ein Tunnel. Die Bahn ist roundabout 5 Meter lang und so konnten wir Sie dazu motivieren, heute überhaupt bei dem Wetter rauszugehen, weil es natürlich sehr frisch. Wir sind gut dabei, wir haben jetzt gerade einen Tunnel gebaut. Aus einer Bierdose, die wir gerade gefunden haben, die was irgendein netter Mensch schon in Wald entsorgt hat, aber wir haben sie auch geklappt und wir schmeißen sie dann weg, versprochen. Und jetzt suchen wir drei gerade was, wo unser Murmel quasi runter hüpfen kann. Ich suche gerade noch eine Rindenteile, damit wir die Seitenwände von unserer Murmelbahn ein bisschen verstärken können. Es läuft zurzeit alles nach Plan, jedoch haben wir an gewissen Stellen ein paar Probleme, die uns ein bisschen beunruhigen, vor allem am Anfang. Sind wir uns nicht sicher, ob nicht sogar der erste Meter die Kugel bremsen könnte. Deswegen werden wir jetzt beim zweiten Versuch der Kugel ein bisschen einen stärkeren Schubs geben und schauen beim zweiten Versuch, wo es eventuell hapert noch. An der restlichen Strecke. Ja, die Wurzeln könnten uns einen Strich durch die Rechnung machen. Schauen wir mal. Aber wir haben alles Mögliche getan, dass das einmal passt. Wir sind guter Dinge. Vielleicht haut es hin. Frau Fehmarn! Für mich ist es ein absolutes Highlight, wenn die Menschen sich einlassen. Dann ist auch egal, welche Übungen wir machen oder was am Ende des Tages dabei rauskommt. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Gruppe, die sich wirklich mit mir auf diese Reise begeben und die so mutig sind, auch eigene Themen einzubringen und da drauf zu schauen und trotzdem sich immer wieder mitreißen lassen, das ist für mich ein absolutes Highlight. Okay, let's go! Ja. Yeah.
Das Um und Auf ist, wenn man mit jungen Menschen, auch mit älteren Menschen in die Natur geht, die Natur auf sich wirken zu lassen, einmal einfach ein bisschen Abstand nehmen von den technischen Geräten und einfach einmal die Sinne wieder freien Lauf lassen. Egal, ob das Wetter kalt ist oder schneit im Sommer oder ob es im Winter heiß ist, wie heuer im März war, aber vor allem im Frühling, im Sommer, wo die Natur erwacht mit allen ihren Sinnen begreifen. Und wenn man dann am Abend nach Hause kommt, dann wird jeder merken, was das aus einem gemacht hat. Und ich würde sagen, ganz wichtig für solche Projekte ist auf jeden Fall Teamarbeit. Teamarbeit, das ist das Um und Auf und auf ein Neues. Und auf ein Neues und wir machen auf jeden Fall weiter. Auf alle Fälle. Klatschen, super. Ach, danke. Genau, das war jetzt so ein Videozusammenschnitt aus dem letzten Semester und ich bin immer dabei, neue Seminare zu konzipieren, inhaltlich nochmal zu fundieren und einfach auch zu schauen, wie können wir weiter Umgang damit finden, wie kann ich noch mehr für das Thema Klimagerechtigkeit auch Werbung machen und wie können wir eigentlich Menschen auch dahin bringen, dass sie erkennen, okay, ich kann jetzt nicht die Welt verändern, das ist ja ein sehr beliebter Spruch, aber ich glaube da nicht dran, weil wenn wir mit einem Menschen arbeiten und für diesen Menschen sich maßgeblich was ändern kann in seinem Leben, ist es für diesen Menschen die ganze Welt. Deswegen gehe ich da einfach nicht so konform, aber können wir gleich diskutieren. Genau, Sie haben einfach jetzt mal einen Ausschnitt gesehen und ich warte noch kurz auf die Präsentation, aber wir kommen eh schon zum Ende, weil ich das ganz spannend fand. Ich bin mit dem methodischen Rüstzeug noch nicht an so einem, Dankeschön, perfekten Punkt angekommen. Also wir müssen noch mehr evaluieren, noch mehr der Wissenschaft dann auch wieder zuführen, um genau zu sagen, was sind die Effekte, wie geht es den Studierenden damit, die metatheoretischen Zugänge. Haben Sie heute schon erfahren, also wo ich theoretisch aufbaue und ich setze immer auch beim Körper und bei den gefühlsbezogenen Methoden an. Also ich bin auch Erlebnispädagogin und mache meine Naturtherapeutin. Und die Reflexion ist das, wie Heinz sagen würde, Um und Auf für das Spüren. Also wenn wir Dinge tun, die was mit unseren Gefühlen machen, ist das eine sehr wichtige Ebene. Wir müssen das Ganze dann natürlich auch wieder in die Reflexion holen und uns fragen, was machen wir damit? Wie schaffen wir es, das Ganze alltagstauglich auch einzubinden? Und vor allem ist die Frage für Sie alle immer, wie kann ich vielleicht auch mal mit Klientinnen und Klienten in die Natur gehen? Wie kann ich dadurch auch Machtasymmetrien so ein bisschen ausbalancieren? Und wie kann es eigentlich gelingen, dass wir gerade Kinder und Jugendliche systematisch ins Spüren bringen? Genau, das sind so die Fragen. Und dann gab es halt, also es fördert, das sind jetzt O-Töne der Studierenden, das wurde schriftlich ausgewertet, es fördert das Glücksgefühl, in der Natur kann man vergessen, Self-Care, Kraftquelle, Gedanken lassen sich in der Natur ordnen, die Bewegung ist wichtig und eröffnet neue Wege. Und was ich hier ganz spannend fand, das mag jetzt alles so ganz einfach für Sie klingen, Studierende sind in diesem Bezug darauf eingegangen, dass sie nochmal überdacht haben, wie normativ handelnd soziale Arbeit häufig ist, wie schnell wir Menschen abstrafen, wie schnell wir uns dazu hinreißen lassen, einer Mutter, die ihre Kinder körperlich maßregelt, wie schnell wir uns auch über die Menschen stehen. Und wenn wir über jemandem stehen, dann ist eine Beziehung nicht gegeben, die vielleicht wirklich verändernd wirken kann. Also all diese Themen, die aus meiner Perspektive umgangssprachlich ans Eingemachte gehen, haben dort in der Natur ganz anders Raum gefunden. Und ich persönlich finde das großartig und die Studierenden haben sich aber auch ganz toll eingelassen. Und für mich ist das ein Gegenpol zur Entfremdung, auch zur Selbstentfremdung, sich zu spüren. Ich kann Ihnen nur empfehlen, Schuhe aus, einfach mal spüren und mit den Füßen in den See steigen. Sie sind im Hier und Jetzt. Alles andere, was Sie morgen kochen oder wie Ihre Fußballmannschaft spielt, ist in dem Moment nicht mehr wichtig. Und es sind diese Momente, die zählen. Und das können wir alle in unserem Leben machen und uns dann fragen, okay, wenn ich jetzt ganz bei mir bin, wie sieht die Gesellschaft aus, in der ich leben will und was kann ich tun, um dahin zu kommen? Also auch, wie gesagt, Perspektivwechsel, vielseitige Denkweisen und die Studierenden konnten sich wirklich ganz anders auf das, was wir eigentlich sonst besprechen, einlassen.
Ja, und auch während einige Studierende klare Vorstellungen haben, wie das Gelernte in der Praxis umgesetzt werden kann, fragen sich schon noch Menschen, gerade auch also von den Studierenden, die mit älteren Menschen arbeiten, wie kann ich das eigentlich berücksichtigen? Aber es ist doch völlig verrückt. Wir leben in einem Bundesland, wo wir viele Bäuerinnen und Bauern haben. Und die sitzen dann teilweise in Altenheimen und sind komplett von der Natur abgeschnitten. Und gerade wenn Menschen dement sind, wissen wir doch, wie gut es für sie ist, etwas zu erfahren, was für sie bedeutsam im Laufe ihres Lebens war. Also wir können mit allen Menschen in die Natur gehen und wir können das alle berücksichtigen. Und wir brauchen das auch alle, um uns für das, wie es der Natur geht, zu sensibilisieren. Abschließend zwei Kommentare. Das zeigt mir einfach wieder aufs Neue, hat eine Studierende gesagt, dass es sich lohnt, von alten bekannten Pfaden abzuweichen. Ich würde auf die Knie gehen, aber das mache ich jetzt nicht. Das ist fantastisch, wenn das am Ende des Tages rauskommt. Und nur weil man etwas immer schon so gemacht hat, heißt es nicht, dass dies immer der richtige Weg sein muss. Wenn ich an die Natur denke, geht mir durch den Kopf, dass sie eine große Rolle in der sozialen Arbeit spielt, indem sie ein positives Gruppenbewusstsein und Vertrauen schafft. Ja, und mein Wunsch und Ausblick ist mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit und auch, dass wir das noch stärker curricular an den Hochschulen verankern, dass wir belastbare Evaluation haben. Wir müssen uns sensibilisieren, auch für unsere Konsumweisen und welche Folgen das auch global hat. Klimagerechtigkeit geht uns alle was an, alle, die wir in diesem Raum sitzen und alle, die sich da draußen bewegen. Wir sollten Atmosphären des Einlassens schaffen, die es ermöglichen, auf der einen Seite die Menschen aufzufangen, um sie dann miteinander resonierend in Aktion und vor allem auch die Reflexion darüber zu bringen. Ja, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Ich muss leider meine Vizerektorin beschneiden, aber sie hatte das schon geahnt, weil sie weiß, wie gerne und lange ich rede. Mir geht es nicht wie dem Kollegen von gestern, sondern mir sagt man 30 Minuten und ich denke, oh Gott, das schaffe ich nie, ich brauche mehr. Also ich hoffe, wir können das gemeinsam angehen und stehe Ihnen für Fragen und revolutionäre Ideen jederzeit zur Verfügung. Ich bedanke mich, dass Sie dabei geblieben sind, dass Sie mitgemacht haben und natürlich freue ich mich jetzt auch sehr auf Ihre Fragen. Applaus